Ei, 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 wer kommt denn da? Wir haben Sonntag und da kann man sich ja schon mal so ein kleines Frühstückseichen gönnen. Ja, wie das unsere Gegner so verdauen werden, das sei mal abzuwarten. Aber Schaneira ist schon so ein richtiger Brocken, hat über 400 KP und da dürfte sich der eine oder andere ja doch schon so ein bisschen die Zähne drin ausbeißen. Ob das alles so aufgeht, wir werden sehen. Rein in den ersten Kampf, let's go, Abfahrt! So, wir haben Duodeno in der Führung, das kommt immer gut. Die Feuer-Odem sind nicht zu unterschätzen und dann den Bodyslam, ja, den müssen wir einfach hier spielen, ne? Ohne Bodyslam geht hier gar nichts. Da gönnen wir uns einfach schon mal ein Schild. Da schlambert. Und können wir ihn runterfahren. Da haben wir zwar schon ein Schild weniger, aber das macht uns eigentlich gar nichts aus, das wird schon passen. So, wer kommt? Oh, Glutexo, oh, sofort wieder weg. Hat er auch die Partymütze auf? Hat sich wohl bei der falschen Feier hier reingeschlichen. Hat er dann auch gemerkt, dann ist er halt wieder los, ne? Naja, hat er für den Kollege Lorblatt vorsprechen lassen, aber das kommt für ihn, glaube ich, nicht viel besser. Schild ist da, weil auch hier drückt meine Feuer-Odem schon echt gut und ein Bodyslam. Und dann stellt sich schon die Frage, Schild oder nicht Schild? Ist es dir was wert? So, guck mal damit. Ja, sehr gut. Ja, kommen wir nochmal zu Schaneira. Den spielen wir natürlich nur. Einzige Aufgabe für Schaneira ist hier, die Schilde des Gegners ziehen. Weitere Aufgaben sind nicht da, weil bis die Ladetage da ist, durch den Zen-Kopfstoß, das dauert gefühlt eine halbe Stunde. Aber die sollen sich gerne mal hier die Zähne ein bisschen ausbeißen. Das ist schon okay. Das passt dann schon. So, hier ist unser Freund Mr. Longhaar Keifel. Der ist auch immer gut. Mit Pulver, Schnee und Lawine können wir hier auch schon eine Menge anstellen. Und dann dürfte es das im ersten Kampf hier auch schon mal so langsam. Ja. Da geht nicht mehr viel. Selbst ein Schild hat er gar keinen Bock mehr, sagt er, na gut, mach ich nicht. Nehme ich wieder mit. Und dann war es das schon mit dem ersten Kampf. Gleich mal rein in den nächsten Kampf und es kommt wieder ein Moorabbel. Okay, scheint angesagt zu sein momentan. Schlambert und Surfer in der Regel. Okay, spielen wir. Du wechselst. Togetic ist okay, ist eine gute Idee, wenn wir nicht Keifel hätten, weil der Pulverschnee, ja, der tut hier schon weh. Und die Lawine dazu noch, das Übrige, ja, das... Das ist schon kräftig. So, Lawine geht rüber. Schildest du weg. Aber mein Pulverschnee, dem kannst du nicht ausweichen. Und ah, das macht schon Aua. Wir gönnen uns ein Schild. Wir gönnen uns ein Schild. Wollen den Zauberschein nicht schlucken. Und dann können wir dich eigentlich auch schon fast runterfahren. Nee, wir brauchen noch eine Lawine, aber das ist auch okay. Und da du auch nur noch ein Schild hast, gehe ich da mal nicht von aus, dass du das jetzt schon zünden wirst. Dann sind wir dich auf jeden Fall schon mal los. So, kommst du zurück oder nein? Dragonier, drittes Pokémon ist bekannt. Auch hier drückt der Pulverschnee ordentlich. Und ich drücke einfach mal auf die Dampfwalze. Ist hier auch nicht die erste Wahl. Aber ich gehe von aus, du wirst ein Schild zünden. Also von daher ist es auch egal, was ich hier genommen habe. Jo, Plan ist auch aufgegangen. Puh, wenn man Glück gehabt. Ne? So, jetzt noch eine Lawine, zu der ich nicht mehr komme. Okay, Keifel, hast deinen Dienst hier getan. Wir lassen es drauf gehen. Jo, das passt schon. Das ist kein Problem, zurück in Duodeno und dann knabbern wir hier wieder los, Feuer-Odem und Bodyslam. Dagegen kannst du gar nichts mehr machen. Mensch, Schaneira so angepriesen, aber noch brauchen wir ihn nicht, aber die Zeit wird noch kommen. Wir gucken mal, es muss auch nicht immer gut ausgehen, aber in der Regel sollte mit Schaneira auch nicht so viel schief gehen. So, ich komme noch zur Attacke vor. Schade, wäre schön gewesen, ne? Wäre schön gewesen, werde ich mal wegschilden. Können wir uns noch leisten. Der Surfer. Und dann gibt es noch den Bodyslam. Das schon reicht? Möchte ich fast mal anzweifeln. Wie sieht das aus? Nee, reicht auch nicht ganz. Aber den Rest knabbern wir dann. Ach, ich gehe einfach mal rüber hier. Ich zeige euch einfach mal Schaneira. Dann hat mein Gegner das auch mal gesehen. Dann ist er schon mal kurz da gewesen. Dann mal rein in Kampf Nummer 3. Und das kommt ein Krypto-Sejong. Das ist für uns gar nicht so gut. Da macht hier du eine richtig dicke Backen, ja, ist auch sehr effektiv, habe ich befürchtet. Kann man hier gar nicht mehr so viel machen. So, Body Slam, den müssen wir loswerden da drüben. Der kann auch so ein bisschen Angst und Schrecken für unser Team hier verbreiten. Da müssen wir gucken, wie wir das nicht gelöst bekommen. So, Schild ist es dir wert. Und du knapperst mich hier sowas von weg, ne? Das ist ein echtes Problem. Das ist ein Problem. So, müssen wir schilden, sonst sind wir eh schon weg. Den Body Slam, 20% mehr Schaden wohlgemerkt.
schaltest du aus, aber du fängst natürlich auch mehr Schaden ein. Aber du kannst natürlich hier so schnell spammen. Ja, da kann ich gar nichts machen, ne? Keine Chance. Nochmal eine Body Slam. Und gerade noch, ich müsste den Body Slam noch erreichen. Nee. Aber das wäre wichtig gewesen. Hätte ich den Body Slam noch bekommen, hätten wir etwas machen können. So haben wir eigentlich schon fast verloren. Jetzt geht nur noch Shanaira. Jetzt geht hier nur noch die Tank-Nummer. So, Shanaira. Deine Aufgabe. Sejong muss weg. Aber die Feinde von Shanaira, ne, hat nicht viele, aber Krypto-Pokémon, 20% mehr Schaden und Gift halt, ne? Das ist ein Problem, wenn unsere Verteidigung sinkt, dann kriegt man auch so einen Eimer weg, aber wir gucken mal. So, du hast gewechselt, da kann ich zumindest schon mal Keifel auspacken, auch wenn er hier ein bisschen Schaden nimmt, aber ein bisschen mit der Lawine, zweites Schild ist da, oh, aber du knallst mich sowas noch runter, ne? Nee, das Team ist nicht gut für uns, Freunde. So, jetzt brauchen wir hier aber ein ganz hart gekochtes Ei. Drei Pokémon noch gegen Shanaira. Ich glaube, das ist jetzt für Shanaira so viel, aber versuchen es mal. So, Energieball müssen wir schlucken. So, mit Psychokinese bekomme ich dich weg. Mit Psychokinese bekomme ich dich weg. Dann ist da aber noch so ein nerviges Yugong. Ne, Seegong. Was war das nochmal? Irgend sowas. Ne? Irgendwas mit Gong. Und das dritte Pokémon kennen wir noch gar nicht. Ja, wir gucken mal. So. Dich wegbekommen habe ich immer noch nicht. Ne? Anstrengende Nummer. Das hat nichts gemacht, ne? Runterknabbern, das dauert hier eine halbe Ewigkeit. Und jetzt muss ich auch schon schilden, ne? Sonst wird es hier auch schon ganz eng. Aber, oh Mann, Freunde. Das wird ja eine Aufgabe. Oh, yeah. Komm, runterfahren. Und dann habe ich die Psychokinese parat. Wer kommt? Du kommst mit Sejong zurück. Okay, Sejong, das passt mit der Psychokinese. Damit bekomme ich dich weg. Aber dass ich von dem Body Slam durchbekommen habe, das war ärgerlich, ne? Das wäre. Das kann schon mal so ein Match entscheiden. Ach, jetzt kommt Golbat. Das Problem ist, sein Kopfstoß ist sehr effektiv, aber du bist Krypto. Mehr Schaden und machst mir jetzt einen mit Giftzahn hier und das senkt mich noch und dann komme ich auch nicht mehr zur Attacke. Ohne Giftzahn würde meine Verteidigung nicht sinken und dann würde ich noch zur Psychokinese kommen und dann könnte es noch gehen, aber so geht es gerade. Ja, so geht es leider gerade nicht. Schade, nicht möglich gewesen. Da sind wir auch schon bei Kampf Nummer 4 und es kommt ein Plierprin. Puh, den habe ich ja noch gar nicht gesehen. Na okay, komm, hau raus, was hast du denn du am Start? Oh. Deine Attacken weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf, aber gut, erstmal den Body Slam. Im Endeffekt ist es auch erstmal egal. Kleiner Wasserkollege da. So, Body Slam geht erstmal rüber. Schüttelst du schon gleich weg, den willst du gar nicht wissen. Ist ja interessant, ne? Aber meine Feuer-Odem knapp man hier auch richtig los, dann bist du auch schon fast weg, ne? Ja, muss ich mal schilden, ne? Ich weiß gar nicht, was hier los ist. Ach, hey Jemini, du hast den Blubstrahl, du blubberst hier rum. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie im Leben geschildert. Nie im Leben. Und zweites Schild erst recht nicht. Nee, jetzt ist gut. Nochmal der Blubstrahl, du willst mich hier wegblubbern. Zweimal ist mein Angriff gesenkt. Oh Mann, kann ich dich runterknabbern? Oh, da muss ich auch noch einen dritten Blubstrahl einfangen. Ja, dreimal mein Angriff gesenkt. Das bringt jetzt gar nichts mehr. Kann ich nicht drin bleiben, muss ich mal rauswechseln. Ich muss das Ganze resetten. Egal wer hier kommt, hilft alles nichts. So, du wechselst. Ich muss auch rüber zu Keifel. Wir müssen du den resetten. Das hilft nichts. So, rüber damit. Und hier. Oh, das ist das schnelle Ende für Keifel. Da wäre der Body Slam super gewesen, aber dreimal abgeschwächt, der hätte auch nichts mehr gemacht. Ja, das ist bitter, ne? Body Slam fegt ja richtig rein. Eine Lawine schaffe ich noch. Aber du lädst ja drüben auf wie ein großer. Und ja, das hilft alles nichts, ne? Dann müssen wir unser Ei auspacken. Shanaira, haben wir nochmal extra stark durchgekocht, ne? Na, extra hart nochmal. Weil du hast jetzt gefühlt 30 Mal den Body Slam aufgeladen und du musst erstmal deine überschüssige Energie loswerden, ne? Sonst ist das hier nichts. So, ja. Und für solche Typen da drüben im Mund hier haben wir jetzt Shanaira da. Jetzt kann er sich da erstmal austoben und wir überleben das. Weil, ne, dreimal Body Slam, was sollte ich machen mit Duodino? Das wäre gar nicht gegangen. Und hier ist mir das total egal. Ne? Hier kann er gefühlt 20, 30 Mal den Body Slam da zünden. Und er hat ihn auch immer wieder Pirat hier. Ne? Back to back und überhaupt. Das halten wir hier alles aus. Und dann warten wir ein bisschen. Ja, guck mal, du gehst rüber. Das ist unser Zeichen. Dann gehen wir auch rüber. Und jetzt können wir hier nämlich richtig mit dem Feuer oder dem Stress anfangen. Und der Body Slam ist auch sehr effektiv. Und dafür alleine hat Shanaira sich ja auch schon bezahlt. Das war schon, das war der Grundgedanke, deswegen wollten wir ihn mal spielen. Damit wir so einigen Pokémon
die überschüssige Energie absaugen können. Das hat gut geklappt. So, du bist hier auch schon mal weg. Und dann komm du zurück mit Mundi. Ich habe sogar noch ein Schild und noch einen Body Slam. Und dann haben wir das schon gewonnen. Super Geschichte, das haut hin. Jawohl, so, rüber damit. Und das war's für dich, ne? Und ein kleiner noch, komm, Feuer, jetzt ist er weg. Sehr gut. Und da sind wir auch schon im letzten Kampf angekommen und es kommt ein Stoldrak. Das ist auch ein sehr interessanter Kandidat, den finde ich eigentlich ganz cool. Sollte ich vielleicht auch mal die Tage spielen? Wäre möglich. So, Body Slam, aber der macht natürlich hier, weiß ich nicht so. Ist hier nicht so, ne? Das Gelbe vom Ei, um bei der Schneider-Spaß zu bleiben. So, Schild ist Gott sei Dank weg. Und dann packen wir Schneider mal aus. Denn wenn du jetzt hier mit deinem Steinhagel kommst, dann kannst du unsere Eierschale nicht knacken. Das juckt nicht. Jo, interessiert so gut wie gar nicht. Das passt schon mal ganz gut. Dann kannst du dir ein bisschen wieder die Zähne ausbeißen. Ja. Schneider. Schöne hartgekochte Nummer. Und da kommt ja auch schon wieder so ein Giftzahn-Spammer. So, diesmal können wir aber was mit der Psychokinese anfangen. Da haben wir andere Grundvoraussetzungen diesmal. Das könnte besser laufen. So, das Schild ist weg, weil du weißt, Psychokinese würde richtig reindrücken. Die vermisse ich von vorhin noch, ne? Wenn die einmal durchgegangen wäre noch. Puh, aber durch Krypto war es nicht möglich. Das wäre es auch gewesen. So, wir schulden das alles hier nicht, so Giftzahn. Deine einzige Möglichkeit, paar Giftzähne, sonst bekommst du mich hier nicht weg. Aber ich bekomme vorher noch die Psychokinese. Bevor du mich wegbekommst. Schaffe ich ja sogar noch vorher noch, bevor den Giftzahn? Nee, einen Giftzahn muss ich leider noch hinnehmen. Aber es senkt ja Gott sei Dank nur meine Verteidigung und nicht meinen Angriff. Also von daher. Dürfte das dann noch gut reindrücken? Ob ich mich damit komplett rausnehmen kann, das möchte ich zwar anzweifeln, aber wir kommen der Sache ein gutes Stück näher. Jo, komm, so zwei, drei Sofortattacken noch und dann passt das für dich schon. Kein weiterer Giftzahn, wobei wir werden jetzt wechseln. Wir setzen die ganze Geschichte, wir gehen zurück in Dudino und so. Und dann kommt ein Routena. Ja, hallo. Da drücken die Body Slam. Ganz gut, wenn wir sie kriegen. Ja, schaffen wir auch. Zumindest einen bekommen wir rüber. Den zweiten. Kann schwierig werden. Müssen wir gucken. Du wärst bestimmt zu einer Attacke gekommen. Oder? Oh, die Feuer-Oder. Wir machen hier auch schon eine Menge. Ja, aber in dem Bereich werden wir jetzt hier nicht mehr schilden. Psychoschock, oh, das überleben wir sogar noch bestens. Oha, jetzt wird es für dich auch langsam ein bisschen bitter, ne? Gewinnen wir das hier ohne Schilde auszugeben? Das ist ja schon fast eine Demütigung, ne? Oh, aber hier macht der Body Slam nichts, also von daher. Da müssen wir nochmal wechseln. Body Slam macht hier nichts, aber was wollte ich hier zünden? Ne? So. Bevor du mich sonst weggeknabbert hättest, also von daher ging ja nur noch der Body Slam. So, jetzt hast du gut aufgeladen. Fangen wir doch den Steinhagel noch mal ab mit Schaneure. Hat ja schon mal gut geklappt, ne? Ja, da ist er auch schon wieder. So, oh, nette Geschichte. Er denkt auch da drüben, was ist denn hier los? Da kann man nichts merken, so Steinhagel. Aber ganz ohne Schilde. Gut, also theoretisch könnten wir es drauf ansetzen. Aber nachher gehe ich hier drauf aus Versehen, ne? Wir gehen hier auf Safety First, wollen das ja auch seriös Ende spielen und hier keinen ärgern. Das ist nicht unser Stil. Wir spielen jetzt hier vernünftig, wie das sein soll. So, einmal noch die Lawine und dann war es das für dich. Jo. Und dann würde ich sagen, ne, Freunde, danke fürs Zusehen. Habt noch einen schönen Sonntag. Und wie immer sehen wir uns dann morgen wieder. Bis dann. Tschüss und ciao, euer Showtalk.